dass ihr alle gekommen seid. Es ist jedes Mal wieder ein Experiment, eigentlich hier zu stehen. Und dieses Mal wollen wir euch alle bitten, vielleicht mit uns noch näher zusammenzuarbeiten. Weil wir haben am 6.12. ein großes Projekt, das heißt, dass alle Friedensmahnwachen aus Deutschland oder wo immer auch her sie kommen wollen, nach Wien kommen werden. Und die müssen wir, wollen wir doch schön hier willkommen heißen. Und wir werden heute darüber mit euch sprechen und hoffentlich auch Input bekommen. Aber vielleicht sollten wir einfach beginnen mit einer Minute Stille, um für den Frieden zu bitten oder zu beten, wie auch immer ihr das wollt. Jeder hat da seine Fasson. Also fangen wir bitte mit einer Minute an. Danke. Wir fragen uns immer wieder, warum sind wir eigentlich hier und was machen wir hier und was sollen wir machen oder was können wir machen? Und da gibt es so verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, man kann eh nichts ändern. Die anderen sagen, ja, wir müssen einfach noch mehr mit den Menschen reden, noch mehr Flyers aussenden, noch mehr Informationen geben, mehr zur Presse gehen und. Auch da wieder gehen die Meinungen ganz auseinander, aber ich finde das fantastisch, weil wir einfach so viele verschiedene Menschen sind, die eigentlich nur zu einem Thema zusammenkommen, oder eigentlich zu vielen Themen, nämlich zu fragen, wie man am besten in Friede leben kann, hier zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass wir in dieser Gemeinschaft Antworten finden können. Und wir sind ich würde gar nicht Organisation sagen, wir sind einfach Menschen, die das aus freien Stücken machen. Und ich glaube, so ist es auch allen Menschen, die aus freien Stücken einfach hier sind. Und wir brauchen eigentlich jetzt auch mehr Unterstützung oder sagen wir einfach Leute, die gerne mitmachen wollen. Also ich würde euch bitten, dass ihr einfach zu uns kommt und wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr etwas, nicht nur Ideen, sondern auch wirklich dann die Fähigkeit habt, das durchzuführen, das zu tun. Wir sind in einer neuen Zeit, wo einfach die alten Hierarchien in dem Sinn nicht mehr funktionieren. Das sieht man ja in der Politik, im Bankenwesen, in der Kirche und. Und es geht jetzt, das Thema, große Thema ist Eigenverantwortung übernehmen. Eigeninitiative ergreifen und sich mit den anderen vernetzen. Und ich glaube, das ist einer dieser Punkte, die sehr wichtig sind hier für die Friedensmahnwache. Und ich lade alle ein oder wir laden alle ein, da mitzutun. Und wenn ihr auch Ideen habt, wie man das tun kann, ohne dass es wieder hierarchisch wird und ein Zwang wird, das soll es nie sein. Es soll eine Freude sein. Wir arbeiten wirklich aus Freude da zusammen und das soll es auch immer bleiben. Und also wenn da von euch Ideen kommen, sind wir und Input und auch tätige Hilfe, sind wir sehr, sehr dankbar. Stefan, kommst du bitte auch her? Der Stefan hat mehr oder minder dort, wo dich als König einmal gezeigt hast, das Zepter übernommen, um den 6.12. zu organisieren. Naja, und
Ich versuche es da zu organisieren, verlasse mich aber eher auch auf die ganzen anderen, die da mitmachen. Ich versuche halt nicht zu organisieren, sondern zu koordinieren. Und wie gelingt dir das? Ja, wir sind ja gerade am Anfang. Ich kann da nicht viel dazu sagen. Vielleicht solltest du mal über unsere Friends-Werkstatt ein bisschen sprechen. Vor 2 Wochen, wie ich mich quasi gekrönt habe, habe ich erzählt von dem Bukasa, der Herausgeber einer Zeitung, und der hat uns ein Büro zur Verfügung gestellt. Da zahlen wir nichts dafür, das dürfen wir nutzen, und da sitzen wir jetzt einmal die Woche drin und schmieden Pläne. Büro klingt halt ein bisschen bürokratisch, und wir nennen es deshalb die Friedenswerkstatt Wien. Was ist der Plan, den wir damit haben, oder die Idee, die dahinter steckt? Wir wollen einfach parallel zu den Mahnwachen einfach einen Ort haben, der zur Vernetzung da ist und wo dann dieser frontale Charakter, der hier herrscht, ein bisschen wegkommt und es halt wirklich was Interaktives wird. Wir möchten das dann zweimal die Woche mindestens besetzt haben, zu fixen Zeiten, und jeder ist dann herzlichst eingeladen, da auch aufzutauchen, um mit uns gestalterisch tätig zu sein. Aktionen planen, einfach Ideen sammeln und jetzt speziell halt für den 6. Dezember hinzuarbeiten. Noch was? Ja, die Michaela fragt mich gerade, wann der erste Tag sein wird, wann fix offen ist. Ich würde mal sagen, vorerst gebe ich das über Facebook raus, über die Wiener Gruppe. Und wann dann tatsächlich der fixe Tag ist, das werden wir dann hier noch bekannt geben. Das Ganze ist in der Roten Löwengasse im 9. Bezirk, Nummer 10. 10 ist es, ja. Und dann möchte ich gleich noch was vorstellen, ja, weil wir von Aktionen geredet haben. Ich habe auch wieder über Facebook die Idee aufgeschnappt. Und zwar ganz einfach, ein bisschen aktionistisch tätig zu sein, ist mit Post-its rumzulaufen, also sich einfach Post-its zu kaufen und die dann zu beschriften. Ich habe Fragen drauf geschrieben und laufe dann einfach durch Wien, wo ich sowieso immer unterwegs bin, und klebt das dann auf Flächen. Und ich lese euch jetzt ein paar der Fragen vor, die ich mir halt so stelle. Warum fürchtest du die Wahrheit? Wo ist deine Stimme? Bist du Krieg? Lebst du Frieden? Und so weiter und so fort. Das geht übrigens ganz einfach, sowas zu machen. Man kauft sich einfach ein paar so Blöcke, die sind sehr günstig zu haben, und einen Stift dazu, und dann kann man ein bisschen konspirativ, subversiv und aktionistisch tätig sein. Sehr gute Idee, und ich habe rein zufällig auf dem Internet eine Schweizer Aktion, die natürlich wieder mal viel mehr auch ins Praktische geht, gefunden. Da steht drauf: Teile mit dem Nachbarn. Das ist eine Seite, die nennt sich Bumpi Bumpe, und da haben sie genauso Stick-Ons, die man sich runterladen kann, die man auf sein eigenes Haustür pickt sozusagen und anzeigt, was man gerne mit dem Nachbarn teilt, also Werkzeug oder einen Haarföhn oder was immer man hat und man vernetzt teilen möchte. Also
irgendwie, das geht natürlich sehr ins Praktische, aber man sieht, dass diese Art von Vernetzung und Hilfe auch in der Nachbarschaft so eine Tendenz ist, die jetzt überall im Bewusstsein drinnen ist und sich entwickelt. Und der Herr Stepfer natürlich hat eine sehr, sehr schöne Idee aufgegriffen. Ich wollte was ganz anderes sagen, dass mir heute, ich lese nicht Zeitungen, aber ich scanne das Internet, um mir Informationen zu holen. Und da kam ich auf etwas, was für uns alle interessant ist, weil es nämlich zeigt, wie sehr das Facebook zum Teil manipuliert wird. Und zwar gibt es da einen IT-Sicherheitsmenschen, der nennt sich Paul Rosenberg. Und der hat herausgefunden, oder der schreibt darüber, dass im Jänner 2012 Facebook ein geheimes Experiment mit ungefähr 700.000 Facebook-Usern laufen hat lassen. Und der Zweck dieses Experiments war es zu sehen, ob Facebook den seelischen geistigen Zustand der Menschen verändern kann. Und zwar haben sie das so gemacht, dass die einfach andere Informationen, also sie haben es genannt, eine emotionale Ansteckung, also Informationen hineingestellt haben ins Facebook, um die Leute in ihren Emotionen und ihrem Bewusstsein zu verändern und haben festgestellt, dass es geht. Und ich habe erlebt, auch unter uns, dass viele Leute, die also viel am Facebook sind und sich sehr viele Sachen anschauen, dann oft sehr, sehr eigentlich sorgenerfüllt sind und angsterfüllt sind. Und es dann oft schwer ist, sich wieder daraus herauszulösen. Und jetzt bestätigen die, dass die das sogar wirklich ausprobieren, wie sie Menschen seelisch und emotional verändern können. Das ist sehr, sehr gefährlich. Es besteht eine Tendenz, dass sozusagen die Menschen in diese virtuelle Welt hineingezogen werden und überhaupt nicht mehr ihr reales, sogenanntes reales Leben, aber lassen wir mal ihr Leben leben. Und ich wollte das nur berichten, dass das tatsächlich gemacht wird und übrigens von ein Teil von diesem Experiment von der US Army gesponsert worden ist. Und dann muss man sich schon fragen, warum. Ja? Weil da ging es natürlich um Themen wie Krieg, Angst und so weiter. Und also ich kann nur raten, dass man so oft man kann den Computer ausschaltet und zweitens vielleicht vom